Wir waren eigentlich ganz gut aufgestellt, haben viele Verletzte und trotzdem sind wir dann 1-0 in Führung gegangen, kurz vor der Halbzeit. Dann der Knackpunkt, den Elfmeter, den wir bekommen haben. Ja, ich glaube, ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gegangen, aber so ist der Fußball nun mal. Dann verliert man auch mal 1-2. Ja, wir wussten, dass es ein schweres Spiel heute hier wird, dass die Platzverhältnisse uns nicht einfach machen werden. Zusätzlich ist wenig rein, eine gute, ambitionierte Mannschaft, die dementsprechend auch leidenschaftlich und gallig spielen würde. Das wussten wir. Wir konnten uns darauf einstellen, sind in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Zugriff gefunden und haben unsere Sache, glaube ich, ganz gut gemacht und uns da auch achtbar aus der Fähre gezogen. Es war ein hitziges Spiel. Die Zweikämpfe wurden natürlich sehr hart gehalten. Bei der einen oder anderen Situation hätten wir uns vielleicht gewünscht, dass da für uns zum Vorteil gepfiffen wurde. Aber so ist das im Fußball. Wir sind hier auch nicht mit gespannt. Das heißt, die Schiedsrichterin hätte da auch nicht alles sehen können. Alles okay. Einfach wichtig, dass die Jungs ihren Mann stehen, dass wir uns nicht verstecken, dass wir permanent da sind, dass wir Stress machen. Also Stress gegen den Ball, das heißt, dass wir unangenehm sind, ne, dass der Gegner jedes Mal unter Druck gesetzt wird. Ne, also, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, da haben wir Krei einfach viel zu viele Räume gelassen. In der zweiten Halbzeit waren wir präsent, wir haben den Ball gejagt, wir waren da, wir waren in den Zweikämpfen. Wir waren in den zweiten Bällen, das Gegenpressing war auch hier und da recht ordentlich. Und ich glaube, die Jungs die haben in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schippe draufgelegt und von daher auch, glaube ich, auch verdient gewonnen. Ja, die Vorbereitung war an für sich schon ganz gut. Wir haben halt nur viele Verletzte, mit denen wir halt gerne gerechnet hätten. Oder wichtige Spieler wie ein Mukachut oder ein Eddie, unser Erdinc, die fehlen dann natürlich. Aber in den nächsten Wochen wird Besserung einkehren. Ja, die Jungs ziehen alle ganz gut mit, also alle Neuzugänge, beziehungsweise ich, wurden alle ganz gut aufgenommen. Ne? Und ist eine sehr homogene Truppe, kameradschaftlich absolut intakt. Und es macht in jedem Trainer, macht es einem einfach da, den Einstieg da zu finden, genauso wie die Neuzugänge. Es macht Spaß, die Jungs sind eifrig bei der Sache, geben Training 100%, so wie man sich das vorstellt. Und von daher kann ich einfach nur den Hut ziehen. Ich hoffe, dass es natürlich in den nächsten Wochen so weitergeht.